Ich muss noch mal eben zurück, weil ich glaube, da war noch eine Tür, die ich noch nicht auf hatte. Komm schon, lade. Du kannst das. Genau, da ist auch noch eine Tür, die ich noch nicht aufmachen konnte. Ach, das war auch ein Kartenleser. War denn das im... Map. Irgendwo gab es eine Tür mit einem Emblem. Aber ich weiß nicht mehr wo. Da hatte ich aber soweit alles abgesucht. Also wo quasi dieser Schiffmotiv. Kam dieses Ding rein. Ich glaube, oh, jetzt muss ich, oh, jetzt wird's interessant, wo ich das auch wieder finde. Und zwar da, wo ich quasi gestartet bin. Das war ja nur 302. Hier hätte man die Schrotflinte noch holen können. Ach doch, ja genau. Alles klar, Wappen. Ich meinte doch, irgendwo konnte man das Ding noch verwenden. Finde ich gut. Ich habe eine Schrotti. Vielleicht hätte ich das Zubehör da reinmachen sollen. Das Ganze gelaufen nicht immer wäre. So, jetzt aber mal in die große Halle. Dass alles so in Hallen möglich ist auf so einem Schiff. Hübsche Halle. Das nenne ich ein Kreuzfahrtschiff. Man fühlt sich wie in der Oper. Wo ist denn dieser Notfallkommunikationsraum? Das weiß ich auch gerade noch nicht. Ich suche gerade noch mal einfach nur so die Gegend ab. Nur mal um zu gucken, ob keiner guckt. Funktioniert nicht. Na gut. Solarium. Muss man hier gleich immer wieder komplett neue... Okay, da will ich nicht hin. Ich will hier nicht zum Solarium. Ich will hier zum Notfallkommunikationsraum. Muss ich erst wieder runterlaufen, richtig?
Ganz ehrlich, warum hängt man Fotos von gesunkenen Schiffen in so einen, Saal? Und what the fuck ist das ein großes Pendel? Casino, Anker, okay. Also die ganzen Fahrstühle funktionieren nicht. Da ist... Okay, gut. Das wollen wir dann nicht einfach so stehen lassen, ne? Promenade. Ich weiß nicht, ob ich noch zur Promenade gehen möchte. Ich glaube, ich suche erstmal den Notfallkommunikation. Ich glaube, da stand nicht Tür. Da stand das Tor. Ich guck noch mal eben schnell. YouTube nicht wundern, ich gehe eben kurz auf den Chat ein. Das nervt etwas im Hintergrund. Ich vermute mal, ich muss aber das noch ganz normal spielen. Okay. Also ich suche erstmal den Notfallkommunikationsraum. So, dazu muss ich mal auf die Karte gucken. Also, ich muss eine Etage höher. Und dann hier hinter. Richtig, richtig. Und dazu muss ich einen Treppen. Hier hat jemand eine Nachricht hinterlassen. Okay. An der Tür klingelt für Kommunikation. Ohne meine Schlüssel kommt hier niemand rein. Wenn ich im Promenadendeck, natürlich. Freundlicher Kommunikationsraum. Das Promenadendeck ist neben der Halle. Gehen wir. Ja. Wir sollten den Schlüssel finden können, den wir brauchen. Größeres Magazin. Auf. Scheiße. Ach, die Feuerrate ist auch gar nicht so interessant. Für das größere Magazin. So, und dann. Da. Lohnt sich ja, da lohnt sich ja auf jeden Fall eine größere Feuerrate und auch
mehr Schaden. 176 mal 6. Das ist schon ordentlich Schaden. So, 128. Hm. Alles klar, also Schroddy für Gegnergruppen. Und das bringt mir irgendwie nicht so viel mit dem größeren Magazin im Zweischussverfahren. Deshalb fehlt ja quasi immer ein Schuss. Dann machen wir das anders. Dann mache ich hier einfach einen Feuerstoß raus. Mach den hier rein. Das bedeutet, ich krieg 300 Schaden aus der raus. Und hier halt die, was war das, 200 und irgendwas. Ah, das ist, glaube ich, besser. Nein? Nein? Ich dachte schon. Wir stehen irgendwie nicht so gut. Wir haben wohl das Promenadendeck gefunden. Warten Monster auf uns. Und es fehlt noch ein Überlebender. Okay, okay. Ich habe das Gefühl, kommt irgendwie nicht so. Das Rate 2, okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir hier Feuerrate 2 rein. Obwohl, was macht hier eigentlich dann mehr Sinn? Mit der. Krieg ich ja zweimal so schnell 300 Schuss raus. Mit 300 Schaden raus. Okay, ich muss an dieses Tor ran. Dahinter wartet bestimmt ein ekliger Gegner. Der steht da hinten drin, alles klar. Ja, ich vermute mal, das wird gleich einen Bosskampf geben. Mayday.
Notrufnummer. Mayday. Mayday. Tja. Ich fürchte, ich muss ihn... Was zum... Vorsicht, der sieht stärker aus als die anderen. Oh! Oh! Oh nein, ich glaube, das war mal der Nachrichtenoffizier. Du hast recht, der ist nicht... Ich bin immer noch tot. Jetzt erwartet. So, ich versuch's nochmal. Aber ich rüste nochmal um. Kann ja nicht sein, dass der Typ irgendwie nicht besiegbar ist oder so. Ich pack mal all meinen Schaden in die Schrotflinte rein. Magazin machen wir auch da rein. So. Schaden. Den tauschen und größeres Magazin. So, dann kommt der Feuerrate 30. Machen wir zweifachen Schuss. Immer schön gezielte Schüsse setzen. Ich glaube ja, ne? Feuerrate. Und dann machen wir hier. Ja, ich denke das auch. Hier Feuerstoß und hier eine Feuerrate. Die nehme ich komplett raus aus der ganzen Gleichung. Genau, mache ich das so. Mayday. Mayday. Na, gesammelt hatte ich da schon soweit alles, ne? Ja, also hier den... Von der anderen Seite. Also, ich musste ihm so viel Schaden zufügen, dass es selbst mit den Explosivfässern nicht reicht. Und mit den Granaten und mit den anderen Sachen noch. Ja, Chris. Aber wie gesagt, die wollte ja erstmal aufnehmen und dann wollte ich mit dir noch was zusammenzocken, wenn du Bock hast. Mayday. So. Wie geht's mit denn eigentlich gesundheitlich? Kann ich hier, glaube ich, sehen, ne? Irgendwo. Ich hätte vielleicht natürlich auch vor, das Gewehr suchen können, aber ich glaube nicht, dass ich das so schon gefunden hätte. Hier kann ich ja definitiv nicht zurück, ne? Es gibt kein Zurück mehr. So. Mayday. Was zum... Vorsicht, der sieht stärker aus als die anderen. Oh nein, ich glaube, das war mal der Nachrichtenoffizier. Du hast recht. Der ist nicht mehr in der Lage, mit irgendwem zu kommunizieren. Ah.
So. Komm nach oben. Ich habe hier Bonbons. Okay, mach das so. So, komm nach unten. Nach. Den hättet ihr doch mal eben schnell noch. Dringlicher Bastard! Diese ganzen mutierten Freaks sind echt nervtötend! Oh, ernsthaft? Gott sei Dank. Leck mir alle Füße. Ist das der Schlüssel zum Notfallkommunikationsraum? Ja, das ist er. Ja, verschwinden wir aus diesem Monster-Drecksloch. So ein Scheiß. Ich habe den hier drinnen noch nicht mal gebraucht. Ach, jetzt ist hier auf einmal Gewehrmunition drin. Ist es entweder, ist es immer die Munition, die man auch in der Hand hat, oder was? Geh mir das so weg. Ich sammle jetzt noch alles an Munition ein, was ich noch einsammeln kann. Ach komm. Wir waren jetzt mehr. Auf einmal habe ich jetzt gar keinen Respekt mehr vor den Viechern.
So, ich glaube, ich habe alles, ne? Ja. Heilung. Zwei Stück. Ja, ich nehme vorsichtig aber nochmal einen mit. Ach, kann ich. Nee, das ist mir zu weit. Ich laufe jetzt nicht nochmal rum. Nur für ein blödes Kraut. Kann ich jetzt auch runter? Hier war aber noch Money, ne? Ja. Hoffentlich funktioniert die Ausrüstung hier auch. Mal nicht den Teufel an die Wand, Jill. Deine Vorahnungen werden meistens wahr. Okay. Ach ja. Beeindruckend. Immer wieder. Ordentlicher Kommunikationsoffizier aus der Nachbarschaft. Raymond. Klar. Es war vergittert und er ist drinne. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Guppies in Haie. Ruhe. Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veltru. Rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veltru. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfe ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltru herausfinden. Sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. So, das war Episode 3.
Ich denke mal, damit werde ich die... Okay, neue Waffe, okay. Raumzugmodus Stufe 4 bis 7 gleich schon. Okay. Damit werde ich die Aufnahme jetzt gleich schon wieder beenden für YouTube. Speichern das Ganze. Dankeschön. Und ja, für YouTube bis zu der nächsten Folge. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit dem, was Chris gerne spielen möchte.